Was passiert, wenn wir zwei Flüssigkeiten zusammengeben, die sich nicht mischen, sondern ein heterogenes Gemenge bilden? Wir wollen zum Beispiel Toluol und Wasser zusammengeben, auf 70 Grad erwärmen und uns über die Zusammensetzung der Phasen unterhalten. Tatsächlich haben wir jetzt drei Phasen in unserem System. Zwei flüssige Phasen, nämlich das reine Toluol flüssig und das reine Wasser flüssig und eine Gasphase. In der Gasphase haben wir zwei Komponenten, gasförmiges Wasser, gasförmiges Toluol, und zwar im Verhältnis der Dampfdrucke dieser beiden Komponenten. Die Dampfdrücke von Wasser und Toluol sind unverändert im Vergleich zu den reinen Komponenten, denn eine inerte Substanz verändert den Dampfdruck nicht. Wir dürfen hier also nicht das Raoultsche Gesetz anwenden, denn dies gilt nur für homogene Mischungen. Der Dampfdruck von reinem Wasser bei 70 Grad ist 31,2 kPa, der von reinem Toluol bei 70 Grad 26,2 kPa. Genau diese Dampfdrücke finden wir auch über unserem Gemenge. Der Gesamtdruck ergibt sich nach dem Daltonschen Partialdruckgesetz als Summe dieser beiden Drücke. Den Molendruck können wir nach dem Daltonschen Gesetz ebenfalls ausrechnen. Wir haben also in unserem System eine Gasphase mit 54% Wasserdampf, eine flüssige Phase aus reinem Wasser und eine flüssige Phase aus reinem Toluol.